Ja, ich habe die Einladung gekriegt, über mein Lieblingsthema zu sprechen, nämlich über Lernen. Und egal, wie man Schule gestaltet, ich glaube, hinter jeder Entscheidung muss stehen, ich habe eine Ahnung, wie Lernen funktioniert. Also jeder, der Schule schon in irgendeiner Weise erlebt hat, weiß, dass man ganz viel Mühe sich gibt, die Frage zu klären, was gelernt werden soll. Und ganz selten kommt jemand und sagt, wie gelernt werden soll. Darüber möchte ich gerne jetzt in meinem Impuls referieren. Einfach ein bisschen zu erzählen über das, was man in der Wissenschaft weiß. Ich unterscheide ganz bewusst über implizites Wissen, das, was man halt so sagt. Und explizites Wissen, das man auf jeden Fall nachprüfen kann und in die Quellen reingeht. Ich verzichte jetzt heute bei jedem einzelnen Satz zu sagen, und das ist aus der und der und der Wissenschaft. Das ist, glaube ich, nicht notwendig. So, ich erzähle einfach mal über Lernen. Und wichtig dabei ist, alles, was wir über Lernen sprechen, nicht was man über Lernen weiß, wenn wir über Lernen sprechen, hat immer einen gesellschaftlichen Hintergrund. Und deshalb möchte ich gerne mit dieser ersten Folie mal anfangen, mit dieser Entwicklungsfolie. Und man muss schon sagen, wir kommen ja alle, wenn man ganz weit zurückguckt, aus dem Manufakturzeitalter. Das heißt, es gab im Dorf bestimmte Handwerker, zu denen ging man hin, wenn man was wollte. Wenn man einen Stuhl wollte, hat man dem Schreiner beschrieben, was man möchte. Der hat es gemacht, er hat den Preis ausgerechnet, hat das Geld dafür kassiert. Ja, also der Mensch absolut im Mittelpunkt des Geschehens. Und entsprechend hat sich Schule organisiert. Es waren nämlich die Dorfschulen, wo es einen sogenannten Schulmeister gab. Der war für alles zuständig. Ja, der war auch für kirchliche Sachen, musste Orgel spielen und irgendwelche Klavierunterricht geben. Er war einfach fürs Lernen da. Diese Zeit wurde abgelöst durch das Industriezeitalter. Natürlich könnte man es jetzt feiner einstellen, aber ich möchte es mal nur bis diese drei Elemente zeigen. Das Industriezeitalter hat ermöglicht, dass ganz viel vom Selben dargestellt wurde. Also es war die Möglichkeit, am Fließband zu arbeiten, und ja, es war einfach so, man konnte ganz viel kaufen, man konnte einen Kühlschrank kaufen, aber man konnte nicht so groß auswählen. Man konnte Zahnpasta kaufen, da gab es eben Zahnpasta und daneben Senf oder was anderes, aber man konnte eben nur die Zahnpasta aussuchen. Wir haben heute eine ganz andere Situation. Wir haben von allem so viel, dass wir absolut individualisiert arbeiten können. Ein Merkmal dieser Zeit, dieses Taylorismus, war der Satz, oben wird gedacht und unten wird gemacht. Die Zeit ist vorbei. Wir wissen, dass es immer mehr Beteiligung geben muss, um diese Anforderungen der Gesellschaft klarzukriegen. Und deshalb sprechen wir heute auch über das Wissenszeitalter, und zwar entstanden durch immer zunehmende Vernetzung. Und deshalb ist es ein wichtiger Punkt, auch in der Schule zu sagen, wir bereiten jetzt nicht auf den Taylorismus vor, sondern wir bereiten auf eine Zeit vor mit sehr viel Unsicherheiten. Manche verwenden das Wort VUCA, stehe ich jetzt eigentlich irgendwie im Bild? Ja, ist gut so. So, ist gut so. Manche verwenden das Wort VUCA. Meine damit alle Unsicherheiten, alles, was uns begegnet, ist immer irgendwie statistisch, nicht eins zu eins. Und in diesem Kontext möchte ich jetzt gerne mal auf Lernen eingehen, also für diese Gesellschaftsform. Ich betone noch mal ganz deutlich, es geht nicht um Manufaktur, also einer macht alles. Es geht auch nicht um das, dass man irgendwo sagt, wie Unterricht zu laufen hat und unten wird es halt gemacht, sondern ich möchte die Beteiligung mit ansprechen. Warum lernen? Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, geboren wird, ist das Gehirn übrigens komplett fertig. Da gab es früher, so in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, gab es Untersuchungen, wo man gesagt hat, das Gehirn muss sich erst etablieren. Das ist aus aktuellem Wissensstand völlig falsch. Das Gehirn ist völlig fertig beim Baby. Es hat alle Anlagen, die ein Gehirn braucht. Aber was man wissen muss, das Gehirn ist noch nicht verschaltet. Also was ich hier in diesem ersten Bild zeige, das sind die ganzen Neuronen, die im Gehirn sind, sind alle da. Und im Erwachsenenalter kommen nicht neue Neuronen dazu, sondern das Einzige, was sich verändert, ist die Vernetzung der Neuronen untereinander. Und man sieht, dass jetzt im Kleinkindalter eigentlich alles offen ist für Lernen.
Da gibt es Babys, die können schon im Kleinkindalter Schwäbisch lernen. Manche tun sich im Alter schwer, das überhaupt zu verstehen. Aber es ist alles angelegt. Und deshalb, was ich damit sagen möchte, unser Gehirn ist auf Lernen angelegt. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir sagen, jedes Gehirn kann lernen. Und dazu noch ein Bild, wie das eigentlich geht. Und das sieht so aus wie in diesem Bild, erklärend. Durch die Kopplung, diese Kopplung zwischen Neuronen nennt man Synapsen, werden Impulse weitergeleitet. Und das sieht so aus, das ist die Originalaufnahme aus einem Elektronenmikroskop. Das hier ist dasselbe Neuron, dann gibt es hier einen Dorn, der die Impulse auffängt, und das ist das Empfängerneuron, und so geht das weiter. Hier im Bild nochmal schematisch groß dargestellt. Und interessant ist, dass wenn diese Kopplung immer wieder genutzt wird, dann verändert sich diese Kopplung biologisch. Das heißt, die Synapse, die ursprünglich mal so ausgesehen hat, sieht nach einer intensiven Nutzung so aus. Die bildet eigentlich, wenn man so will, einfach eine Doppelantenne oder eine Dreifachantenne, damit der Impuls schneller geleitet werden kann oder auch sicherer, dass nicht so viele Fehler auftreten. So, und wenn man sich das jetzt vorstellt, dass ganz viele Synapsen sich hintereinander biologisch verändern, dann entsteht im Gehirn sowas wie eine Gebrauchsspur. Also die Synapsen verändern sich erstmal einzeln und dann entsteht so eine Gebrauchsspur, wie so eine Denkspur. Ja, also vergleichbar mit einer Spur im Schnee, die man halt häufig geht. Und wir können uns schon vorstellen, dass wir natürlich in diesen Gebrauchsspuren am liebsten denken. Die sind sicher, die sind wenig energieaufwendig. Das sind unsere Denkspuren. Und diese Denkspuren entstehen im Gehirn nach Sinn und Gebrauch. Und da kommen ganz witzige Dinge dabei raus. Und zwar, wenn man einen Schnitt durch den Kortex macht, also so, das wäre die Linie, dann kann man sehr gut zeigen, wie unser eigener Körper auf dem Kortex abgebildet wird. Ich kenne den Versuch selber, das kann man mit ganz feinen Sonden machen und dann immer den Patienten, der da liegt, fragen, wo spürst du im Moment den kleinen Impuls, den wir reingeben? Also es ist etwa in diesem Bereich, so zwischen den Ohren, das ist der Bereich, den wir hier abkonstruieren, und dabei kommt Folgendes raus, dass unser Gehirn unseren eigenen Körper nicht nach seiner realen Konstruktion abbildet, sondern nach Sinn und Gebrauch. Und deshalb sieht man, dass zum Beispiel unser Gesicht, unsere Zunge, unsere Lippen sehr groß abgebildet sind. Also kann man ganz weit im Gehirn absuchen, ist immer alles noch Lippe. Dass zum Beispiel die Hand sehr groß ist, aber dass der Arm ganz klein abgebildet wird. Das kann jeder für sich mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und zwar einfach zwei Bleistifte nehmen, die Spitzen ganz eng zusammen und dann mal da vorne anfangen. Ja, an irgendeinem Finger kann man eindeutig feststellen, wie die beiden Spitzen in die Haut eintreffen. Je weiter man am Arm nach oben geht, etwa ab diesem Bereich, verschwindet die Wahrnehmung und man stellt fest, dass es eigentlich, oder man fragt, das ist eigentlich nur noch eine Spitze. Wenn man weiter rauf geht und dann über die Schulter in den Rücken geht, kein Witz, probieren Sie es mal aus, da können Sie mit den Spitzen 3 bis 4 Zentimeter auseinander gehen und das Gehirn meldet, das ist der gleiche Punkt. Und da kommt dieses Bild her. Das heißt, das, was das Gehirn wahrnimmt, wird in Form von Gebrauchsspuren abgebildet, die nach Sinn und Zweck aufgebaut sind. Ja, da hat jemand sich mal Mühe gemacht, der Amerikaner Pinfield, und hat gesagt, wenn wir so aussehen würden, wie unser Gehirn sich das vorstellt, dann würden wir so rumlaufen. Das Herzchen ist extra gemacht. Daher kommen auch die optischen Täuschungen, denen wir erliegen, weil unser Gehirn ja keine Realität abbilden kann. Möchte ich nochmal betonen, das spielt auch in der Schule eine ganz wichtige Rolle. Jetzt auch das, was ich erzähle, ja, wird irgendein Bild erzeugt. Und daher kommen auch diese optischen Täuschungen, wenn man diese schwarze Linie und diese schwarze Linie da hinten miteinander vergleicht. Und man guckt das an, denkt man, da ist eine Linie länger als die andere.
Und jetzt kommt natürlich gleich die Kognition dazu und sagt, Vorsicht, wir sind gerade bei optischen Täuschungen, vielleicht sind die zwei Linien auch gleich lang. Ja, und das spielt jetzt immer so. Wenn Sie das mal so angucken, ja, das können, die könnten auch gleich lang sein, und dann gucken wir nochmal, ach nee, die sind nicht gleich lang. Und man muss Hilfe holen und einfach sagen, wenn man da Parallelen reinlegt, dann erkennt man, dass zumindest oben das Ding gleich ist und unten halt auch. Jetzt braucht unser Gehirn ein bisschen, um das zu akzeptieren. Und jetzt, weil wir gelernt haben, dass wenn parallele Linien so reingezogen werden, dann müssen die dazwischen irgendwie gleich sein. Deshalb nimmt es unser Gehirn halt an und sagt, ja, okay, also ist gleich. Das Gleiche passiert uns mit Bildern, die jetzt unvollständig sind oder nicht mehr vollständig. Und wenn man dieses Bild anguckt, dann sucht unser Gehirn jetzt alles im gespeicherten Bereich ab, was so ähnlich aussehen könnte. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die das Bild schon ein paar Mal gesehen haben. Wer sieht das fertige Bild dazu? Was könnte das sein, was wir da zeigen? Die es wissen? Wir haben es gestern gesehen. Von gestern noch? Ja. Was ist es? Eine Kuh. Das ist eine Kuh, wie man einfach sieht. Ne? Jetzt guckt jeder noch mal hin und sagt, ja, was soll es eigentlich sonst sein? Das ist eine Kuh. Oder man sieht es halt noch nicht. Und das ist jetzt genau die Situation, die in unserem Unterricht passiert. Ja? Wir sagen, das müsste doch jeder wissen, so eine Art Grundwissen. Ich versuche mal nachzuzeichnen. Wenn nämlich da noch ein paar mehr Linien drin sind, dann entsteht schon eher eine Kuh, weil man nämlich hier den Kopf der Kuh sieht. Ja, hier habe ich nochmal eingezeichnet, das ist die Schnauze und das hier ist die weiße Stirn. Ja, also letztendlich ist es das Bild, das, ja, und das eben nicht vollständig. Und interessant ist, wenn man dieses Bild mal gesehen hat, und so ging es euch wahrscheinlich jetzt, wenn man das gesehen hat und dann wieder zurückgeht auf das ursprüngliche, man kriegt das Kuhbild gar nicht mehr raus. Jetzt registriert, ja, das ist das Bild und genau das merkt man. Es wird auch von Künstlern benutzt, und zwar die Fähigkeit, Dinge zu sehen, die gar nicht da sind. Das ist mein Lieblingsbild, weil ich das original gesehen habe in Kassel in der Innenstadt. Und ich wusste nicht, dass der Julian Bieber dort ausstellt und dort Bilder auf die Straße malt. Und ich kam von der Seite an, so wie das Bild fotografiert ist. Und ich habe wirklich geglaubt, da liegt eine Platte auf der Straße, wo man wirklich drum rumgehen muss, weil es gefährlich ist. Noch beeindruckender ist eigentlich das. Eine Riesenschnecke, die hier auf diese Bank zugeht. Wenn man das sich anguckt, ja, toll, riesengroß, gibt so große Schnecken. Jetzt, wenn man die Perspektive wechselt, einfach auf die Schnecke zugeht, drumherum nochmal zurückguckt, dann sieht man das. Und was ist jetzt richtig, was ist falsch? Beides haben wir live gesehen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, was wir bei allem, was wir in Schule tun, müssen uns immer klar machen, wenn da einer steht hier vorne, der erklärt was, dann kann beim anderen entweder das entstehen, was gedacht ist, oder eben was ganz anderes, oder wir tun uns schwer und sagen, begreif es doch. Ja, irgendwann kämpfen wir mal mit Mathematik der Integralrechnung, und der Mathematiklehrer, der verbreitet sich zu seinem Thema und will es ganz viel erklären, und die anderen sagen, ich kann die Kuh nicht erkennen. Das ist normal, so arbeitet das Gehirn. Deshalb müssen wir uns andere Überlegungen dazu anstellen. So, das zu den Spuren. Also die Spuren entstehen halt so, nach Gebrauch, nach Nutzen, nach Sinn und Verstand entstehen solche Spuren. Was jetzt wichtig ist, wenn wir so eine Spur ändern wollen, dann nennen wir das Lernen. Und dazu haben wir einen Begriff eingeführt, den kann man gut finden, und zwar die Summe aller Routinen, die im Kopf entstanden sind, wie auch immer und warum auch immer, die nennen wir Komfortzone. Ja, und den Begriff verwenden wir auch gerne im Unterricht oder bei Erklärungen. Alles, was mit Lernen zu tun hat, heißt,
Wir müssen unsere Komfortzone, also die Summe dieser Routinen, verlassen. Und das macht Lernen manchmal so schwierig. Und setzt auch eine gewisse Bereitschaft voraus, das zu tun. Und zwar für Lehrer und Schüler. Alles, was anders ist, als das, was wir gewohnt sind. Und wenn Herr Tausche gerade erzählt hat, dass Schule anders gedacht werden muss, dann müssen alle, die für diesen Prozess verantwortlich sind, klar sein, dass es darum geht, eine Komfortzone zu verlassen. Also ein Bild, das man sich eingeprägt hat, muss neu werden. Und so glaube ich auch, dass es Schülern geht, die 10 Jahre in einer Schule waren und egal, wo man ein Bild von Schule sieht, im Fernsehen oder in Karikaturen oder irgendwo, es hat immer eine Tafel, jemand, der davor steht und eine Menge, die nicht näher definiert ist, die beim Arbeiten dem einen zuguckt. Das ist Schule. Und jetzt aus diesem Bild mal rauszukommen, das ist Komfortzone verlassen. Naja, ich habe mir einfach mal so die paar Punkte aufgeschrieben. Wann verlässt denn ein System seine Komfortzone? Immer dann, logischerweise, wenn was Schlimmes passiert. Also das gehört einfach dazu, so sind wir angelegt. Im ganz frühen Steinzeitalter, wenn halt der Säbelzahntiger aus dem Gebüsch rausgekommen ist, macht es Sinn, die Komfortzone zu verlassen. Das ist im Gehirn angelegt. Und das können wir heute noch genauso machen. Wir können nämlich Menschen was Schlimmes androhen und dann verlassen sie ihre Komfortzone. Ist im Gehirn so angelegt. Der Stoff, der im Gehirn erzeugt wird, ist Adrenalin. Das gibt richtig Schwung. Also man kann das in der Schule durchaus mal anwenden und sagen, wenn ihr das jetzt nicht macht, was ich sage, dann passiert was. Bringt man eine Motivation hin. Oder das, was die Computerspiele gerne machen oder die Glücksspiele, sie versprechen was ganz Tolles, was sich ganz toll anfühlt. Ja, also eine Glücksmotivation. Oder das, was wir in den Schwerpunkt setzen, ist die Annäherungsmotivation. Und Annäherungsmotivation, ich sage mal, ist die harmloseste Motivation, weil sie immer aufrechterhalten werden kann. Glücksmotivation lässt sich nicht immer aufrechterhalten. Wenn immer wieder Belohnung, Belohnung, Belohnung. Jeder weiß, wie sich das anfühlt, das nützt sich ab. Sagt man, nee, ist gut, weiß ich jetzt schon. Aber der allerbeste Schüler von der ganzen Schule, ja, weiß ich, wollen wir nicht wiederholen, sagten wir gestern schon. Das hier ist eine Motivation, die funktioniert. Die hat auch eine relativ einfache Formel, wie man sie beeinflussen kann, da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Die Lehrkräfte, die damit arbeiten können, die Formel wissen auch, an welcher Stelle man ansetzt. Also es geht darum, in eine Bewegung zu kommen. Diese Bewegung heißt Motivation. So. Und jetzt sind wir in der Schule. Mir geht es darum, dass wir kapieren, dass in der Schule Gehirne sind, die lernen können und die auf Lernen angelegt sind. Und zwar alle. Sonst wäre sie schon mal gar nicht da, weil die Entwicklung gar nicht so weit fortgeschritten ist. Jetzt kommt ein Problem dazu. Und zwar ist es diese Seite. In der Schule haben sich andere Menschen Gedanken gemacht, was die lernenden Gehirne lernen sollen. Ja, das ist ein Dilemma. Natürlich lernt das Gehirn immer. Ja, wenn irgendeine Gefahr kommt, muss man sich wegbewegen. Wenn irgendwas Interessantes ist, muss man sich dahin bewegen. Und jetzt ist jemand da, der gesagt hat, wir schreiben Lehrpläne und das muss man lernen. Und es geht einfach bei allem, was wir in der Schule tun, darum, da eine Brücke zu bauen. Und ganz viele Leute wissen nicht, wie man die Brücke baut. Und ich behaupte, dass wir in diesem Kreis sagen, wir haben Bausteine, um diese Brücke sogar geschlossen zu bauen. Ja, das eine ist natürlich, dass wir ein Lernverständnis haben, da habe ich gerade schon drüber gesprochen, und dass wir bestimmte Bausteine angucken können. Ich zeige mal einfach ein paar, die jetzt schon mit SOL länger gearbeitet haben, kennen da die meisten schon, nämlich, das ist leider ein bisschen in der Sonne untergegangen, es war praktisch wie gestern. Der erste Baustein ist ein Advanced Organizer. Muss man jetzt an der Stelle nicht verstehen. Der Advanced Organizer hat eine... Lass mal kurz diesen Ton reingehen. Erste Baustein,
Advanced Organizer hat eine Aufgabe, der soll dem Gehirn zeigen, dass es sich lohnt, sich aus seiner Komfortzone herauszubewegen. Eine ganz interessante Sache ist diese Kann-Liste. Ganz viele von Ihnen, von euch haben Erfahrung damit. Letztendlich ist das nichts anderes als eine Beschreibung dessen, was man am Ende können könnte. Ja, weil es eben ein Ziel gibt. Deshalb ist die Kann-Liste notwendig. Es gibt verschiedene Lernphasen und wir haben ein Punktekonto, wir haben smarte Ziele und wir haben den Baustein der Lernberatung. Ich begrenze mich heute um 4 Elemente, die ich anspreche. Und dabei, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, geht es um explizites Lernen. Also ich wünschte mir, dass jeder Schüler in seinem Lernprozess Entscheidungen trifft, die explizit sind. Also zu sagen, wir haben es auch gestern in unserer Diskussion gehabt, wenn ich alleine lernen muss, muss ich mit einem Ziel beginnen, weil am Ende ja ein fremdes Ziel steht. Also ich kann nicht einfach sagen, jetzt gucken wir mal, was wir heute lernen. Sondern es braucht eine Kombination von Zielen, um dahin zu kommen. Und dazu möchte ich gern ein kleines Experiment machen. Und jetzt sind alle aufgefordert, die mit diesem Bild was anfangen können. Das nennt man übrigens Häkeln, falls das jemand nicht weiß. Und da bräuchte ich jetzt 6 Personen, die ganz kurz ein Experiment mitmachen. Und bei den 6 Personen, die müssen ungefähr so zusammengesetzt sein. Da muss ein Schulleiter drunter sein, weil gerade jemand da ist. Also ein Schulleiter muss drin sein, es müssen 2 Lehrer drin sein, die es jetzt gestern nicht gesehen haben. 2 Lehrer und 3 Schüler. Wer möchte gern mitmachen? Schulleiter wissen wir schon, die beiden Lehrer, wer ist das? Bitte schön. Noch ein Lehrer, bitte schön. Ich vergessen schon, also stellt einfach uns mal hier auf dieser gelb-schwarzen Linie, jetzt brauchen wir noch die 3 Schüler, Schülerinnen und Schüler. 1, 2, 3. Bitte schön. So, einfach mal hier auf die Reihe stellen. Und dann kommt gleich Wolle und eine Nadel. So, wir machen jetzt ein Häkelexperiment. Und zwar werde ich nacheinander Fragen stellen. Und immer, wenn Sie sagen, dazu kann ich ganz klar Ja sagen, gehen Sie bitte einen Schritt vor. Und wenn Sie sagen, naja, wenn das überprüft würde, würde ich lieber Nein sagen, dann bleiben Sie stehen. Soweit? Okay? Und jetzt drehen Sie sich um, weil das geht in diese Richtung. So, also, dann die erste Frage heißt, ich kenne jemanden, der häkeln kann. Ich habe schon mal eine Häkelnadel gesehen. Ich kann einen gestrickten von einem gehäkelten Topflappen unterscheiden. Ich weiß, was beim Häkeln eine Luftmasche ist. Ich habe selbst schon mal eine Luftmasche gehäkelt. Jetzt geht bald der Platz aus. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß, was beim Häkeln eine feste Masche ist. Punkt. Wir können weitermachen. Was ganz wichtig ist jetzt, wenn Sie mal kurz das Ergebnis anschauen. Wenn ich jetzt einen Kurs anbieten würde zum Thema Häkeln, auf welchem Vorwissensniveau müsste ich denn anfangen? Wenn ich die letzte Reihe nehme, Sie können gern so ein bisschen in die Runde gucken, wenn ich die letzte Reihe nehme, würden die anderen sagen, aber warum fängt er denn da an? Wissen wir ja schon alles, kann ich ja schon alles. Wenn ich ganz vorne anfangen würde, dann würden die anderen sagen, total abgehängt, das kann ich ja noch gar nicht. Wie soll ich eine feste Masche häkeln, wenn ich noch nicht mal eine Häkelnadel gesehen habe? Also wäre das falsch. Und jetzt machen manche einen Trick, der auch falsch ist. Jetzt nimmt man so einen mittleren Wert. Und sagt, naja, wenn wir jetzt die Abstände da messen würden und teilen es durch 6, dann kommt ein Mittelwert raus. Wenn wir uns mal kurz den Mittelwert angucken, hier ungefähr geht da eine Linie durch, da steht eine Person drauf oder je nachdem, wie man rechnet, kann es sogar sein, dass niemand dort steht. Das heißt, beim Beginn eines Lernens mit dem Mittelwert anzufangen, ist total falsch, weil dort niemand steht.
Vielen Dank erstmal für die 6. Ich würde gerne an dem Experiment nochmal weitermachen. Das kann man auch mal mit Fachwissen probieren. Und beim Fachwissen wird die Verteilung so ähnlich aussehen. Ich habe das vor kurzem mal gemacht mit 30 Leuten. Da hatten wir einfach die Möglichkeit, draußen auf dem Schulhof bei Sonnenschein das zu machen. Und bei 30 Leuten, und dann habe ich einfach die Fragen noch weiter geklickt. Na? Kommen noch ein paar. Das wäre eine Katastrophe, wenn man da weitergemacht hätte. Also es geht gar nicht. Aber wenn man das mal so durchmacht und mit 30 Leuten das macht, man kriegt einen Eindruck, wie schwierig das ist, auf einem Niveau anzufangen, das für alle richtig ist. Was kann die Lösung sein? Die Individualisierung. Wäre natürlich gut, wenn man dann für 30 Probanden 30 Lehrer hätte. Haben wir aber nicht, deshalb brauchen wir dazu bestimmte Methoden, da würde ich jetzt gerne mal drauf eingehen. Wir haben das gleiche Experiment mal mit der Uni Konstanz gemacht und da hat der Professor Schwert ausgerechnet, wie viele Stunden man für ein bestimmtes Thema braucht, damit es die Schüler verstehen können. Ja? Und da ist er darauf gekommen, dass man da ungefähr 16 Stunden im Schnitt braucht. Interessant ist ja, wie sowas berechnet wird. Treffen sich Professoren und sagen, für dieses Thema brauche ich ungefähr 16 Stunden. Ich. Ja, und die anderen sind hier abgebildet. Es gibt für das Thema Lernende, die brauchen dafür 52 Wochen, bis sie es begriffen haben. Und die anderen sagen, nach 2 Stunden steht da im Internet, habe ich nachgeschaut, ist perfekt. Ja, Häkel-Experiment jetzt in groß. Aber es zeigt deutlich, alle Planungen, die auf Synchronisation rausgehen, müssen irgendwann scheitern. Und vielleicht hat jeder schon so eine Erfahrung gemacht in der Schule, vielleicht auch schon mal bei einem SOL-Vortrag, den ich gehalten habe, dass man irgendwann ganz am Anfang bei einem Begriff, bei einem Bild, beim Homunculus oder sowas hängen geblieben ist und sagt, ich weiß gar nicht, warum er da das Herzchen da dran hatte. Und das Gehirn bleibt immer noch bei dieser Fragestellung und ich erzähle weiter und erzähle weiter. Und irgendwann, so nach 20 Minuten, schalten es mich sich wieder ein und sagt, ach so, es geht gerade um den. Wir haben das mit diesem Bild mal versucht darzustellen. Die Frage der Synchronisation. Was ich gerade mache, ich biete ja solche Portionen an, so wie ich gerade rede, die Bilder, die ich zeige, das sind so Portionen, die für mich passend sind. Ja, das soll das andeuten, mit dem gelben Kasten oben, die sind für mein Gehirn absolut richtig. Und ich finde das auch absolut toll, wie ich die Bilder aneinander gehängt habe. Wenn nicht, hätte ich sie anders zusammengehängt. Aber ich kann nicht voraussetzen, dass das für alle, die jetzt zuhören, genauso passt. Natürlich wird es ein paar geben, die sagen, ja, ja gut, das ist ganz toll erklärt, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Also ich habe so eine Vorstruktur. Deshalb passt es, was gerade erzählt wird. Jemand anders sagt, das habe ich schon ein paar Mal gehört, von ganz unterschiedlichen. Ich habe mich da auch schon damit beschäftigt. Wir hätten viel schneller jetzt weitergehen können, nächste kleine Portion anbieten. Ja, hätte man können, aber ich kann eben nur eine Portion anbieten. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich habe noch nie was darüber gehört. Gehirnforschung hat man mir noch nie erklärt. Bin seit vielen Jahren jetzt im Schuldienst oder in der Schule. Wir haben noch nie in der Klasse über Lernen gesprochen. Das ist mir zu viel. Und das ist die Realität. Warum ist das so? Das lässt sich ganz einfach erklären. Weil wenn ich was erkläre, dann versucht das Gehirn immer vorhandene Bilder zu aktivieren. Ja, also alles das, was man so mitbringt, meine Welt, alles, was ich schon weiß, was ich gehört habe, das bringe ich hier mit. Ja, und jetzt kommt jemand an und erzählt jetzt über irgendwelche neuen Begriffe. Ich habe das jetzt mal nur für das Thema Wetter gemacht. Und da kommen jetzt Begriffe wie Regen, Schnee, Niederschlag und so weiter. Die kommen da einfach an und jetzt muss unser Gehirn eine eigene Leistung vollbringen. Und diese eigene Leistung heißt, es muss diese Begriffe, die da kommen, in vorhandene Bilder übersetzen. Ich mache das mal an einem Beispiel. In SOL kennen Sie alle den Begriff Advanced Organizer. Ist ja nun nicht der einfachste Begriff, der ist schon sperrig. Das ist so ein Begriff.
Und der Begriff ist erst verstanden, wenn das Gehirn dazu ein eigenes Bild entwickeln kann. Oder nehmen wir den Begriff Smartplan. Smartplan kann jeder sagen, steht einfach so da. Und jetzt versucht das Gehirn dazu ein Bild zu entwickeln, das entweder in den letzten Wochen entstanden ist oder das man schon mitgebracht hat. Ob das richtig ist oder falsch, kann kein Mensch beurteilen. Deshalb erzähle ich da an der Stelle gerne eine kurze Geschichte vom Frosch und von dem Fisch. Für die, die es schon kennen, Wiederholung. Für die, die es noch nicht kennen, ganz kurz die Geschichte. Ein Frosch und ein Fisch wachsen zusammen in einem Teich auf. Als der Frosch größer wird, sagt der Fisch zu ihm, geh raus mal auf die Wiese und guck mal, was es da so alles gibt. Sehen wir ja nicht aus dem Teich. Frosch geht raus, sieht dort eine Kuh stehen. Total fasziniert, guckt sich die Kuh an und merkt sich alles, was er jetzt an dieser Kuh gesehen hat. Springt zurück in den Teich und erzählt seinem Freund Fisch, was er gerade gesehen hat. Also, da gab es ein Tier, das hatte Gras im Maul, das hatte Hörner, das hat einen Euter, das ist schwarz-weiß, hat vier Beine und so weiter. Erzählt und erzählt. Und der Fisch überlegt sich und sagt, wie könnte dieses verdammte Tier aussehen? Sagt, ich verstehe dich nicht. Erzähl noch mal, was war das? Also, da hat es Hörner und so weiter. So, und endlich sagt der Fisch, jetzt habe ich verstanden, was du gemeint hast. Das hast du gemeint. Natürlich nicht. Aber, wenn wir uns mal das Bild angucken, der Fisch hatte gar keine andere Möglichkeit, als alle die Informationen an seinem eigenen vorhandenen Bild anzudocken. Ich frage an der Stelle gerne jetzt nicht ausführlich, ob Ihnen das bekannt vorkommt. Wir kriegen Dinge erklärt und haben immer noch nach der dritten Erklärung eine Fischkuh vor uns. Und eigentlich wollte er eine Kuh erklären. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir beispielsweise, wenn wir was erklärt haben, untereinander oder wenn Lehrer was erklärt, nicht mit der Frage endet, hast du das verstanden? Sondern mit der Frage, was hast du verstanden? Vielleicht ergibt sich das nachher, wenn wir in der Arbeitsgruppe drin sind, dass die eine oder andere Frage kommt, was habe ich denn verstanden von dem, wie Lernen funktioniert? Nicht, hast du das verstanden? Sagt man ja. Ich gehe mal auf zwei oder drei Werkzeuge ein, die auf dieses Verständnis von Lernen einzahlen. Also nochmal, Hintergrund ist jetzt, das, was Sie, was ihr von Lernen verstanden habt, und da setze ich jetzt drauf auf. Es kann sein, dass jetzt Fischkühe entstehen. Kann auch sein, dass es passt. Das Erste, was wir verwenden, ist die Kannliste. Die kommt ja aus der Seite von den Abnehmern. Die haben ja zusammengeschrieben, was man am Ende alles können könnte. Kann man jetzt alles sauber zusammenschreiben. Ich habe vorhin den Begriff VUCA verwendet. Unten in dem Bild stand auch die Übersetzung schon mit drin. Und jetzt müsste man in die Kannliste reinschreiben, ich kann den Begriff VUCA übersetzen. Ja, kann ich ja davon ausgehen, wenn das mal auf meinem Bild gestanden ist, dann hat es ja jeder sich gemerkt. Wenn man das nicht kann, dann habe ich hier einen Hinweis, dass man das im Gabler Wirtschaftslexikon auf dem Internet einfach nachgucken kann. Dort ist eine Seite, wo VUCA mit den vier Begriffen erklärt ist. Also, das soll man können, da gibt es die Quelle. Und dann schreiben Lehrer da noch hin, welches Anforderungsniveau dahinter steckt. Und wenn da ein Sternchen drin ist, weiß man, wenn ich das gefunden habe in einer Quelle, brauche ich das abschreiben und übertragen. Ja, in eine Tabelle. Fertig. Jetzt steht als nächstes dran, ich kann den Begriff VUCA mit eigenen Worten erklären. Das steht nicht im Lexikon. Da steht nur die Übersetzung. Deshalb ist eine andere Quelle angegeben. Da gibt es zum Beispiel die Internetseite VUCA-Welt und da wird es jetzt erstmal in Englisch erklärt, dann kommt es auch nochmal in Deutsch. Aber da kann man dann so sagen, ja, das kann ich so einigermaßen erzählen, wie ich das verstanden habe. Und jetzt geht es ja in Fischkuh. Also jetzt fange ich hier an zu erzählen. Und hier steht dran, als Tätigkeitsnachweis, eine Audioaufnahme. Ja, dass man sich nicht ganz lange Texte überlegen muss, man spricht es einfach in die Audiomöglichkeit des Handys. Oder ich kann VUCA auf meine eigene Berufswelt übertragen. Das finde ich nirgends, auf meine Berufswelt. Und deshalb sind hier drei Sternchen dran. Das heißt, das ist eine Transferanforderung.
Und mit diesen Kannlisten wird jetzt abgebildet, was man am Ende einer Lernphase können könnte. Und jetzt haben wir die Kannlisten vor uns und dann kommt es von allen möglichen Fächern und irgendwann hat man das Gefühl, wer soll das eigentlich alles machen? Da ist eine Kannliste drin, die ist vielleicht 2 Seiten lang, fürs nächste Fach ist die 3 Seiten, manchmal nur 1 Seite, aber in der Summe gibt es einfach einen Stapel. Und wie geht man damit um? Und dazu gibt es ein Instrument, das ist der Lernstoffbegrenzer. Und das ist ein hochindividuelles Instrument. Das heißt, wenn man alles vor sich hat, macht man für sich jetzt selber einen Plan und sagt, ich habe jetzt heute 4 Stunden Zeit in der Schule. Und dazu gibt es vielleicht in der 2. Stunde einen interessanten Vortrag zum Thema VUCA. Weil das in meiner Kannliste steht, gehe ich zu diesem Vortrag zum Thema VUCA, nehme meine Kannliste mit und sage, ja, das läuft ja richtig gut. Zweitens muss ich sagen, muss ich vielleicht mal nachschlagen und so kriege ich eine Vorstellung und daraus mache ich mir einen eigenen Zielplan. Den lasse ich mir nicht machen, sondern mache ich mir und sage, mein Ziel ist es, bis heute, solange wir halt Zeit haben, habe ich vor, in der ersten Kannliste die 3 Zeilen, die nächste 4 Zeilen und so weiter zu machen. Das ist daran messbar, dass ich nämlich die Tätigkeitsnachweise, die gefordert sind, hochgeladen habe. Ganz einfach beschrieben. Dann kommt der Buchstabe A, was muss ich denn dafür tun? Naja, ich gucke erstmal in die Angebote der Lehrer, wenn da ein Angebot für mich drin ist, gehe ich da hin. Oder wenn der Lehrer sagt, ich habe von 11 bis 12 Sprechstunde, ein ganz anderes Format, dann melde ich mich dort an, vielleicht Abstände von 1/4 Stunde, ich habe ein bestimmtes Thema, also schreibe ich hin, ich melde mich an für eine Sprechstunde zu dem und dem Fach. Und dann kläre ich für mich die Frage, warum habe ich mir denn dieses Ziel gesetzt? Das ist einfach so eine Reflexionsebene, wo man sagt, Ziele dürfen nicht zu klein sein, sonst reagiert das Gehirn nicht mit Glücksmotivation. Sie müssen eigentlich so geregelt sein, dass gerade passt. Und das ist gar keine einfache Aufgabe, dazu zeige ich aber gleich ein Instrument dazu. Am Ende wird man feststellen, ich habe mein Ziel erreicht, das ist ein ganz tolles Gefühl, oder man hat das Ziel nicht erreicht, naja, dann muss man eben einen neuen Schritt gehen. Und diese Reflexion bezeichnen wir in SOL als Iterationsschleife. Und die Iterationsschleife beginnt hier und da haben wir einen bestimmten Begriff eingeführt. Wenn man die Kannlisten vor sich hat, dann definiert man einen ersten Schritt und der muss bestenfalls viabel sein, also auf Deutsch gangbar. Ob das richtig ist oder falsch, ist bei der Zielplanung völlig egal. Aber wenn man ein Ziel setzt, muss man für sich selber definieren, das ist gangbar. Also ich habe eine Ahnung, wie das geht. Zweiter Punkt ist machen und dann kommt die Reflexion. Habe ich das erreicht am Ende? Also muss von den Lehrern an jedem Tag eine Phase angeboten werden, wo ich überlegen kann, reflektieren kann, ob ich mein eigenes Ziel für diesen Tag erreicht habe. Wenn ich das nicht erreicht habe, dann brauche ich da eine neue Idee. Und wenn Sie einfach mal das Bild angucken, wenn da keine neue Idee reinkommt, dann wird aus diesem ersten Schritt machen und reflektieren Kreisverkehr. Immer wieder dasselbe. Ja, ich mache mir eine Planung, die Planung klappt nicht, dann mache ich neue Planung, die klappt wieder nicht. Und langsam entsteht durch den Kreisverkehr einfach ein Energieverbraucher, der aber nicht vorangeht. Und deshalb neue Idee. Und diese neue Idee, die ist zusammengefasst in der Lernberatung. Lernberatung ist was anderes als Fachberatung. Wenn ich sage, ich kann einfach die 3 Vergangenheitsformen im Fach Englisch, die kann ich nicht auseinanderhalten. Ich habe das zwar gehört, aber ich weiß nicht, wie die gehen. Dann gehe ich zum Fachmann oder zur Fachfrau und frage einfach nach, welche Vergangenheitsform muss man in welcher Situation anwenden. Oder wenn ich im Fach Chemie einfach die Alkane, Alkene und Alkine nicht auseinanderhalten kann, obwohl ich es schon 10-mal gelesen habe, dann hole ich mir eine Fachberatung. Das ist was anderes. Das könnte sein, ich habe so das Gefühl, ich komme mit der Zielplanerei nicht klar. Dann melde ich mich bei einer Lernberatung an und dann schaut der Lehrer einfach mal nach diesen 6 Ebenen. Liegt das an den Rahmenbedingungen, dass das mit dem Ziel nicht vorangeht? Ich habe zum Beispiel in diesem Bereich schon in Corona-Zeit
immer wieder mal so aus der Nachbarschaft auch lernende Kinder beraten. Ich habe gesagt, wenn du anfängst, am 9 Uhr bis 13 Uhr solltest du am PC arbeiten, dann setz dir doch einfach mal ein Ziel. Wie weit möchtest du denn heute kommen? Ja, das klappt aber nicht, weil, naja, Rahmenbedingung, weil mein Papa auch im Homeoffice ist und ich überhaupt an dem Tag nicht an den PC kann. Dann brauche ich doch nicht beraten und sagen, du musst da immer wieder reingucken. Dann muss ich sagen, dann kannst du dir vielleicht die eine oder andere Aufgabe ausdrucken und dann eben weggehen vom Schreibtisch. Ja, dann hat Homeoffice wahrscheinlich an dem Moment höhere Priorität. Oder die Handlungsebene, weil ich gar nicht weiß, wie ich mir ein Ziel setze. Das ist eine Beratung. Hier wird begründet, welche Ebene man verwendet hat. Und hier unten wird der Inhalt der Beratung aufgeschrieben. Ein ganz wichtiger Punkt. Lernberatung hat immer was mit Dokumentation zu tun. Warum? Weil man bei der Reflexion, bei der Wiedervorlage gucken muss, ob die Beratung Sinn gemacht hat. Und auch da gilt das gleiche Prinzip wie vorhin. Eine Beratung muss nicht richtig oder falsch sein, sondern viabel. Und zwar für beide Seiten. Wenn da ein Beratungsvorschlag kommt, dann muss man entscheiden, habe ich eine Vorstellung, was ich jetzt machen soll. Wenn nicht, würde ich den Beratenden empfehlen, gehen Sie nicht vorher aus dieser Beratungsrunde raus, wo Sie nicht wissen, was der erste Schritt jetzt ist. Und dann kann man nachprüfen in der Reflexion, wie es funktioniert hat, gegebenenfalls nochmal neu beraten. Das sind die Bausteine, die da drüben. Ich möchte gerne noch einen Baustein zeigen. Nicht in komplett, sondern nur kurz erwähnen, das ist nämlich das Punktekonto. Das Punktekonto ist eigentlich, wenn Sie so wollen, wenn Sie mit dem Begriff mal konfrontiert werden, ist eine Sammlung von Empfehlungen, die beim Lernen helfen. Mal kurz die Fischkurven auf Zunge zergehen lassen. Also ein Punktekonto ist eine Sammlung von Lernberatungselementen, die beim Lernen helfen. Und wenn Sie so eine Liste haben und sagen, da sind jetzt manchmal bloß 2 oder 3 Zeilen drin, von Lernempfehlungen, die beim Lernen helfen, dann hat das Punktekonto die Aufgabe, immer das, was empfohlen wird, und Sie machen es auch, in ein Belohnungssystem überzuführen. Dann gibt es eben Punkte für das, was man macht, oder es gibt eben keine Punkte. Wie die verrechnet werden, das ist dann wieder eine ganz andere Sache. Zunächst mal kann man es auch ganz unberechnet lassen. So, ich fasse kurz zusammen, was ich so erzählt habe. Für SOL gibt es einen Grundsatz. Und das war mein erster Teil des Vortrages. Der Mensch ist lernfähig, aber unbelehrbar. Unbelehrbar hat es mit den Portionen zu tun. Geht manches Mal halt nicht. Der zweite Punkt heißt, in einer Umgebung passiert genau das, was in der Umgebung passieren kann. Also will heißen, dadurch, dass wir diese Konstellation gewählt haben, also hier eine Bühne, da steht jemand, dann sind da Menschen, die zuhören, das ist eine Konstellation, die sicher zu einem Vortrag führt. Wenn wir in einer Umgebung selbstorganisiertes Lernen erzeugen wollen, selbstverantwortliches Lernen, dann müssen wir die Umgebung gestalten. Und diese Umgebung hat 4 Dimensionen. Menschliche, die strukturelle oder methodische, die organisatorische und natürlich auch die architektonische. Wenn die 4 Elemente stimmen, dann passiert innen in dem Raum selbstorganisiertes Lernen. Und wenn es nicht passiert, müssen wir gelegentlich mal rausgucken und sagen, haben wir denn alle Ebenen berücksichtigt. Ich habe nur noch mal zusammengefasst, welche Elemente ich angesprochen habe. Auf der menschlichen Seite, auf der methodischen Seite, der organisatorischen Seite und architektonisch. In einer Umgebung passiert genau das, was in dieser Umgebung geschehen kann. Deshalb lassen Sie uns Unterricht so gestalten, dass in dem Unterricht selbstorganisiertes Lernen passieren kann. Vielen Dank fürs Zuhören. So viel jetzt als erster Input, als Orientierung zum Thema Lernen. Vielen Dank.